Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema Handel und Lernen mit der ForexU Pro Community. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich freue mich sehr, dass alle dabei sind, die uns sich vor allen Dingen die Zeit genommen haben, mehr über die Forex Pro Systeme von Thorsten zu erfahren. In diesem Webinar wird Ihnen gezeigt, wie Sie sich auf den Finanzmärkten mit Forex Pro erfolgreich positionieren, egal ob Sie jetzt Einsteiger sind oder ein fortgeschrittener Trader. Dass dazu kommen kann, dass der Thorsten auch Live-Trades macht, verstehen Sie das bitte nicht als Handelsempfehlung. Das Webinar dient rein Schulungszwecken. Und die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen. Ansonsten, Thorsten ist startklar. Aber, das hast du heute aber toll gesagt. Ja, ich würde gerne noch was anderes zeigen, aber... Ja, mach doch. Ja, meine Folie will nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Weil das ist wichtig. Da sind nämlich die Risikohinweise. Ja, den kann man sehen, rechts. Was rechts? Da, den. Da, wo du gerade mit der Maus warst. Wieso siehst du den Bildschirm? Ich will euch einen anderen zeigen. Warte mal, irgendwas stimmt hier heute nicht. Wir mussten einen anderen Bildschirm übertragen. Du, das habe ich gemacht. So, ja. Wir sehen, wie immer sitzt das Problem vor dem Rechner. Nee. Also in meinem Fall zumindest. Aber ich kann das nicht starten. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt gerade. Weil das ist wichtig. Vielleicht ja, zu testen, aber hier, gut zu ich hören. Ich habe hier auf jeden Risikohinweis. Dann blend den mal bitte ein. Dann musst du mir den Bildschirm geben. Ja, mache ich. Du wirst lachen, bei mir ist alles tot. Was ist das Ding jetzt für ein Quatsch? Entschuldige die Verzögerung, aber ich habe hier irgendwie hier. So, jetzt. Ja. Dann blend das mal bitte ein. Jep. So, und da haben wir den Risikohinweis, den Wolfgang eigentlich vortragen wollte. Alle in diesem Seminar der Webinar getroffenen Aussagen, die in ausschließlich Informationen der Teilnehmer sind, keine Empfehlung, Kaufvorgaben, Börsengeschäfte jegliche Art zu tätigen. Jegliche Geschäfte mit Aktien, Renten, Investmentfonds und insbesondere mit Derivaten und liegen im Risiko, das eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können. Über die speziellen Risiken der jeweiligen Anlageform muss sich jeder Webinar-Seminar-Teilnehmer selbst von einem Anlageberater individuell beraten lassen. Ein Haftung für eingetretene Verluste von Börsengeschäften nimmt sich Teilnehmer auf Beispiele Aussagen des Seminars, Webinars, Berufe weder vom Dozenten noch von deren Partnern oder Verlustgehilfen übernommen. Übrigens gelten die Lizenzbestimmungen AGB der Trading License Company Limited und von Forex Pro Systeme sowie der FX Flat Wertpapierhandels GmbH. Ja, danke schön. Gelesen und geweint. Okay, damit wisst ihr, was gehauen und gestochen ist. Ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Sollten wir ähnlich handeln, so wie gestern, dann macht ihr das auf eigenes Risiko. Verantwortlich ist immer derjenige, der den Zeigefinger oder so auf der linken Maustaste hat. Guten Morgen nach Spanien. Guten Morgen. Okay, wir starten wie immer mit einem kleinen Rückblick. Wir haben gestern diese Setups, weiß nicht, ob man das sehen kann, den blauen Verlauf hier. Kann man den erkennen, ja, ne? Ich mache ihn sonst mal dicker. Nicht den Wolfgang, sondern die Linie. Der Wolfgang ist schon dick genug. Ja, war ja auch ein Elfmeter, den ich da hingelegt habe. Mhm. War klar, dass du zulangst. So.
Das war unser Tagesplan gestern. Wir haben uns die Kombination geholt aus dem H1 und aus unseren Zielbereichen. Unsere Zielbereiche werden automatisch in der Software von Folgers Pro-Systeme in unserem EuroPro jeden Morgen ab 7 Uhr angezeigt. Wie man hier sieht, sind sie auch heute hier präsent. Das Hoch oder der Zielbereich oben befand sich gestern bei 10805 und bei der 10806 befand sich der Deckel, den wir gestern als Deckel bezeichnet haben oder bezeichnen konnten, weil wir die 10805 und 10801 aus den Werten C gleich A beziehungsweise aus dem D1, wo haben wir ihn? Da. Da war die 10805 das Ziel aus einem Doppeltop, welches wir bei 11201 platziert haben. Das Doppeltop war hier bei 11201. Hier dieses Hoch, das nachlaufende Hoch, dann am 25.09. bei 11213. Jetzt heißt ja ein Doppeltop, weil beide Hochs ungefähr auf einer Ebene sein sollten und am Chart erkennbar ist, dass der Kurs dort abgewiesen wird. Ein Doppeltop wird in der Regel mit einer geraden Linie, so wie hier bei 11201, versehen, was wir ja auch hier getan haben. Wir sind ja jetzt etwas tiefer gerutscht. Und warum sind wir tiefer gerutscht? Wenn wir diese Linie hier auf die 11214, auf dieses hochziehen und dann zack, den ganzen Kram hier wollte ich. Ah, die können wir verlängern. Geht ja auch. Und die dann hier hinziehen, dann bleibt die Nackenlinie trotzdem bei 1,10,10, weil die Nackenlinie ergibt sich aus diesem Low 1,10,01, nicht 1,10,10, 1,10,01. Ergibt sich hier die Nackenlinie, das Zwischentief, bevor das zweite hoch gemacht wurde. Die Nackenlinie wurde hier dann direkt am 4.10. Anfang diesen Monats wirklich mit Musik durchnagelt, wie man so schön sehen kann. Wir haben auch dieses Szenario die letzten Tage, Wochen immer wieder auf dem Schirm gehabt. Und wenn wir dann diese Linie hier duplizieren, von dem zweiten hoch bis darunter, dann landen wir, das erste war ja die 10805, welches wir uns hier rausgepult haben. Und wenn wir diese Geschichte hier unten jetzt ansetzen, exakt dort, dann landen wir hier bei der, ich mache immer auch blau, bei der 10786, die wir auch gestern aufgerufen hatten. Ich mache die auch mal blau, dann kann man das besser nachvollziehen. So, 10786,5. So, Ziel aus dem Doppeltop ist abgearbeitet und wir sind hier, dazu möchte ich das Bild jetzt aber ein bisschen größer machen. Ja. Wir sind hier etwas tiefer gerutscht. Das ist dem geschuldet, dass wir hier die Welle A haben. Welle A. Wolfgang, wenn du irgendwas nicht verstehst, dann fragst du, ne? Bin schon so lange Und dabei, ich kann dir das selbst erklären. ah, bin ich drauf gespannt. Sehr, aber gute Idee. Das heißt, wenn wir nachziehen. Musst du lachen, ne? Ja, passiert selten, aber
Schönes Ding. Nach C gleich A sollten wir noch Maximum bis hier runterlaufen können. Diese Linie mache ich in dem gleichen Hellblau wie C gleich A. C gleich A, da. Und dann sind wir bei der 10755. Soweit, so klar hier. Wir sind in einem Rutsch von oben bis nach unten durch. Zwei Tage Korrektur eingelegt. Die 1.10.01 hier bestätigt mit diesem High bei der 96, also 3-4 Punkte unten drunter. Bestätigt zwei kleine Tageskerzen und dann ging es munter mit den roten Kerzen weiter. Wir wollen versuchen, uns die anderen Händlergruppen rauszupulen. Was machen die anderen Händler? Wo tun sie das? Wenn sie das tun, was hat das für eine Auswirkung? Und wie kann ich mir diese Auswirkung zunutze machen? So, was erkennen wir hier jetzt? Wir erkennen, dass das Doppeltop exakt nach unten aufgelöst wurde. Die Marken sind durch. Dass wir C gleich A noch nicht komplettiert haben. Das heißt, wir haben hier 10755 noch auf dem Schirm. Dazu war unser Plan ja gestern 10805, die war noch und die 86. Und die haben sich gestern hier draus ergeben. Wir haben gesagt, wir warten, bis dieser Bereich hier noch einmal ganz kurz durchschossen wird. Das hat er gestern früh hier gemacht, um dann nach unten durchzuziehen. Und auch der Zug nach unten hat hervorragend funktioniert. Das Low bei 63. Wir haben jetzt noch Luft bis zur 55. Und die 55 finden wir heute exakt hier. Ich blende den Deckel, den lasse ich mal drinnen. Alles andere blende ich hier mal aus. So. Den Fibo nehmen wir auch raus. Der war für gestern, den brauchen wir ebenfalls nicht mehr. Okay. Wir haben jetzt also oben immer noch den Deckel von der 10806. Aber die Linie unten im D1, die Jens gestern gezeichnet hat, scheint zu greifen als Unterstützung. Die habe ich gar nicht auf dem Schirm. In welchem Channel? Da kann ich ja das Bild mal kurz aufrufen. Ich würde diese Nummer heute noch nicht als, okay, ich würde diese Nummer hier heute noch nicht als Euro-Nummer, als Long-Nummer sehen, weil wir im Moment hier sehr sauber nach unseren Regeln agieren. Das ist die komplette Abwärtsbewegung von gestern. Wir haben hier die 61,8, wir haben hier die 66. Das heißt, wir müssen und wir befinden uns hier in einer bärischen Flagge. Da. So. So, jetzt haben wir ein Konstrukt hier drin, welches wieder so einen Tag bringt. Der hier gestern war sehr klar, hier, der war sehr sauber, da, hoch, exakt bis dahin und dann Abmarsch nach unten. Und auch diese Nummer hat mit unseren Zielbereichen gestern hier sehr gut funktioniert, sodass das Tagesziel durchaus mehr als machbar war. Wir sind auch gestern hier in zwei Wellen nach unten geritten für die Wellenreiter. Wolfgang hat ja gesagt, er ist kein Wellenreiter. Stimmt's? Wellenreiter, worauf bezogen Wellenreiter?
Naja, der hat es nicht so direkt gesagt. Der hat mir gesagt, er ist dick genug. So rum war das. So, wir haben Welle 1, Welle 2. Welle 2 etwas länger als Welle 1. Das spricht dafür, dass nochmal Shorts kommen können. Die bärische Flagge spricht dafür, dass nochmal Shorts kommen können. Das letzte Level hier oben, welches nach FIBO halten sollte, wäre das 76er Level, welches ja gerne mal benutzt wird. So. Gleich 76er FIBO. Letzte Hürde. Zack. Das heißt, für mich, wenn 76er Level verbunden mit den Tiefs hier gestern in diesem Bereich, sollten wir absolut in diesem Bereich Reaktionspunkte haben, die wir für Shorts nutzen können. Das macht den Plan für heute da hoch. Und dann runter. Und zwar Minimum nochmal bis dahin, idealerweise bis da runter als Short-Ziel, die 55, die wir uns gerade rausgeholt haben. Das heißt, für Shorts gehört das Ziel dort hin. So, okay. Gleich Ziel für Shorts ab 1,0793 circa 1,0793. Circa. Upp. Aus diesem Setup hier kommend. Ich werde für diese Zwecke unter die 93, also auf die 92, eine Limit Pullback legen. Eine Short Limit Pullback, nein, nicht einen, sondern zwei. Und zwar auf die 92,5. Damit man das sieht, dass es zwei sind, werde ich einen halben Punkt verschieben. So. Habe jetzt vergessen, das hier darf bitte einmal geknipst werden. Mal gucken, ob die Knipseline überhaupt da ist, aber ist sie. Ist? Okay. Ich möchte gerne hier noch ein nachlaufendes Hoch sehen über diesen Spikes, über der 93. Ich erwarte ein nachlaufendes Hoch knapp über 1. 0793, gleiches Szenario wie gestern. Dort Start
der Shot mit SL über 10806. Das ist nicht schön. Ich würde für diesen Zweck diese LPOs hier gerne mit zwei Punkten Rücklauf versehen. So, beide LPOs mit zwei Punkten Rücklauf. Ja, ich lege die LPOs in den Sperrbereich, aber danke für den Hinweis, Joachim Nummer 2. Ich lege sie da rein, weil ich davon ausgehe, dass wir einen kleinen Spike hier oben drüber kriegen, über die 93. Wenn wir an die 94 laufen, haben wir den Sperrbereich kurz verlassen. Und wenn wir den kurz verlassen, ist der Sperrbereich hinfällig. Für mich ist das Idealszenario hier ein kurzer Spike bis an die 94, 95 ungefähr. Hier, wir haben es ja hier im, da. Wir sehen, bei der 95 haben wir schon das 76er Level. Das heißt, ich möchte gerne hier einmal ganz kurz drüber schauen. Dann haben wir den Sperrbereich kurz verlassen. Wenn wir den verlassen haben, kann das Gleiche passieren, was wir gestern gesehen haben. Wir schauen uns das mal an zum Spaß. Da einmal kurz raus und dann in eine Rutsche von oben nach unten komplett durch. Deswegen muss ich heute, aber den Hinweis finde ich genial, deswegen muss ich auch heute hier diese beiden Limits in den Sperrbereich legen. Nein, Joachim 2. Du bleibst Joachim 2. So, Sperrbereich haben wir immer, wenn der Zielbereich und der Zielbereich weniger als 20 Punkte, der Abstand zwischen den beiden Zielbereichen weniger als 20 Punkte beträgt. Aber unser Sperrbereich, Hannes, ist ja heute nicht da. Der schwänzt ja mal wieder, glaube ich. Also, der Verlauf sollte hier im M1 ja, logisch handle ich live, immer. So. Ich habe überhaupt kein Demo. Doch, doch, stimmt nicht. Jetzt hat man, habe ich ein Demo, aber ich habe es noch nicht mal geöffnet. Asche auf mein Haupt. Wir gehen davon aus, auch hier, ich zeichne das hier nur ein, mehr werde ich hier nicht machen, weil ich meine Limits da liegen habe und ich zeichne ungern im Handelschart. Da hoch, dann darunter. Wir haben hier das Tief im M5, das heißt runter bis knapp darunter. Dann hier den Rücklauf bis dahin. Oder bis dahin. Und dann nach unten weg bis zur 55. Und hier Aufstockung möglich bei diesem Verlauf. So. Und ich zeichne dieses Tief hier mal noch ein. So, auch da kriegen wir gleich eine Marke dran. Kommt sofort.
So. Bei diesem Verlauf und ab hier Short nach Euro Pro. Das darf auch geknipst werden. Den TP, halt stopp, den TP muss ich noch ändern. Wir kommen von der 93, das sind 38 als TP. So, das darf geknipst werden. Und den BE, wir haben hier, danke für den Hinweis, Stilian, Low bei der 87. Je nachdem, wo wir reinkommen, ich würde den BE-Schutz hier zur Sicherheit auf 8 legen. Auf 8, nicht auf 2. Auf 8. So. Das darf jetzt geknipst werden. Sind Fragen zu diesem Szenario hier? Dann öffnet euer Herz jetzt und auch den Mund. Moin Wilhelm. Hattest du Geburtstag? Bist du jetzt ein Jahr älter geworden? Hab ich was verpasst, Wilhelm? Ich dachte, weil du nicht mehr Willi bist jetzt, sondern Wilhelm. Hat man ja manchmal, dass man ab einem bestimmten Alter nicht mehr Willi genannt werden will. Okay, wenn dieses Setups, das Setup erstmal klar ist, gucken wir uns noch die Alternative an. Was wir tun sollten in diesem Fall. Wir haben diese Muster hier fast erreicht. Dann bleib du mal auch der Willi, mein Lieber. Dann ist mir viel lieber. Der Willi ist mir viel lieber als der Wilhelm. Wir haben A, wir haben C und wir haben, kleinen Augenblick, ich muss ein bisschen größer ziehen. Nein, muss ich nicht mehr. Habe ich schon. Da, wir haben hier das 76er FIBO-Level ebenfalls bei der 107,55. Nee, stimmt nicht. Bei der 107,35 haben wir ja C gleich A und wir haben bei der 107,42 haben wir das FIBO-Level. Das hier ist auf jeden Fall ein Reaktionsbereich. Hier unten. Wir haben bei der 42 das letzte FIBO-Level aus der kompletten Aufwärtsbewegung, die ich falsch gezeichnet habe. Und keiner sagt was. So. Und damit sind wir bei der 45. 45 war ja nicht so schön. So. Damit haben wir diese Muster. Wir haben das Low gemacht bei der 60. Das heißt, wir sind nur 15 Punkte weg. Was fällt euch jetzt an dem Chartbild auf? Wenn man jetzt auf das Chartbild guckt, was fällt euch auf? Und das sollte heute zur Vorsicht warnen. Ich mache das mal ein bisschen größer.
Wir kriegen sehr schön beide, Stilian und Joachim. Wir haben das FIBO-Level der Aufwärtsbewegung. Habe ich Abwärtsbewegung gesagt? FIBO-Level der Aufwärtsbewegung haben wir hier von der letzten Aufwärtsbewegung, von der großen. Wir könnten hier diese Nummer, der und der, könnten wir einen Doppelboden kriegen. Hier, dort und dort. Diese beiden Tiefs könnten einen Doppelboden verursachen. Dann schwingen wir auf zu enormen Höhen. Wir haben gestern hier eine ziemlich neutrale Kerze hingelegt. Wir haben das High bei der 06, wir haben das Low bei der 60. Das heißt, wir haben 46 Punkte. Wir haben den Open bei der 84 und das Low bei der 60. Das heißt, wir haben 24 Punkte Lunte und wir haben den Close bei der 81 und das High bei der 06. Das heißt, wir haben auch 24 Punkte dort. Wir haben eine absolut exakt neutrale Kerze. Ein Kleinkörper, die Lunte ist exakt so lang wie der Docht. Das ist ein richtig schöner Kreisel, der hier entstanden ist. Wir haben hier den Close bei der 81 und wir haben hier den Open bei der 80,09, das heißt knapp unter dem, und wir sind jetzt über diesem Körper. Das heißt, das hier könnte heute ein bullisches Engulfing werden. Ein bullisches Engulfing an diesem Tief, unsere Ziele hier abgearbeitet aus dem Doppeltop, C gleich A, fast vollbracht, und jetzt turnen wir, oder jetzt sind wir dabei, hier ein bullisches Engulfing zu bauen. Diese Formation, so wie sie jetzt hier aussieht, sagt mir, dass wir heute eventuell gar nicht mehr so viel machen können, sondern dass wir eventuell doch kurz da oben hochgucken, dann hier unten runter. Und dann kommt die Alternativroute, die mache ich jetzt einmal, die bleibt bis dahin bestehen. Daran wird sich nicht so viel ändern. Und ich mache diese Route. Great, das geht. Ist mir lieber, bevor ich hier was Grünes einzeichne, nehme ich lieber Grau. So, dann ebenfalls darunter. Der Verlauf bis dahin bleibt absolut identisch, aber wir können auch hier unten dann zu Ende sein und dann wieder zurücklaufen. Alternativroute aus dem Daily. Da, die haben wir dann hier, und dann hätten wir, wenn wir in den Daily schauen, haben wir den Schlusskurs fast ungefähr da, wo wir jetzt auch sind. So, bis dahin, und dann wäre das hier der eventuelle Schlusskurs heute, für Engulfing.
verstanden, was ich damit sagen will? Das heißt, wir brauchen uns heute nicht erschrecken, wenn nach dem Move von gestern der Verlauf hier heute nicht so explizit ist. Wir sollten dieses Engulfing und diese Mittelmarke hier, diesen Bereich hier dazwischen, müssen wir zwingend für die Stops berücksichtigen. Zwingend. Wofür ist dieser Verlauf hier noch wichtig? Wofür ist dieser Verlauf, dieser graue Verlauf hier eventuell noch wichtig? Ich gucke mal schnell in den Euro-Channel. Okay. Das ist ein Bild von unserem Jens. Okay, dann werden wir die mal mit aufnehmen. Danke. Wir müssen darauf achten, wenn wir hier wieder zurücklaufen, müssen wir unser CRV im Blick behalten. Ich habe hier einen Stop-Loss von 13 Pips. Wenn ich bei der 93 reinkomme und nur bis zur 78 komme, habe ich ein, sag ich mal, nicht so gutes CRV. Wenn ich das hier berücksichtige, muss ich mit einem engeren Stop-Loss arbeiten. Das werde ich dann korrigieren, wenn ich am Schirm sitze und werde das und wenn das gehandelt wird, werde ich unsere Jungs und Mädels dann auf Slack auch live dabei begleiten. Also achtet darauf, dass hier unten Schluss sein kann. Beachtet das bei eurem CRV, wenn ihr die Position hier oben ebenso eröffnen solltet. Das darf bitte nochmal geknipst werden. Ist gut? So, dann werfen wir jetzt nochmal einen Blick in den Daily. Das ist das Schöne in der Community, ne? Wenn man sich gegenseitig unterstützt oder hilft. Na, ich bin ja wohl dabei, dass man diese Linie nicht unterschätzen sollte. Ich mache einen neuen Daily auf. So. Und dann schauen wir uns den nochmal an. Die Linie möchte er gerne von da nach da. Ich mache das mal ein bisschen größer, damit sie sauber ist. Da. Ich werde diese Linie etwas dünner machen und werde sie sichtbarer zeichnen. Und werde sie endlos machen. So, wenn wir sie sauber zeichnen, müssen wir die ersten beiden Tiefs verbinden, dieses Tief und dieses Tief. Und dann befinden wir uns heute exakt da an der Linie. Da unten haben wir den Kreuzwiderstand, da.
Und diese Linie, diese Trendlinie befindet sich heute exakt bei der 55,1. Das heißt, das deckt sich, diese 55, die wir uns in dem anderen Daily Chart rausgeholt haben hier, die 55. Da, die spielt immer noch ihre Geige. Und das Low gestern hatten wir bei der 60. Also ein bisschen Luft wäre da noch. Würde dem Engulfing aber nicht schaden, wenn wir hier noch einen Spike drunter machen, sogar hier kurz unter das Tagestief von gestern laufen. Und dann trotzdem einen Schlusskurs da oben drüber, wird nur die Lunte länger. Aber für das Engulfing ist der Körper ausschlaggebend und deswegen kann es trotzdem zu dem Engulfing kommen. So viel zu der Linie. Wolfgang, liest du hier mit im Chat? Der jagt noch seine Hornisse. Ich formuliere die Frage nachher mal als E-Mail und schicke sie nachher mal raus. Wir haben hier diese Tiefs. Hier haben wir jetzt einen absoluten Kreuzwiderstand Widerstand aus dieser steigenden Linie. Wenn wir dieses Setup ergänzen wollen, dann so, dann haben wir das Hoch, da das Tief und da das nächste im Moment das gültige Hoch, welches hier nur kurz mit Dochten oben verletzt wurde. Engulfing, was Engulfing? Das heißt, dieses ganze Setup sollten wir bei der Geschichte hier ebenfalls im Blick behalten. Und wenn wir uns das anschauen hier, kann das durchaus ein Keil sein, der jetzt irgendwo aufgelöst werden sollte. Und wenn wir uns das ganz große Bild, wir sind ja hier im Daily, zack, da, dann sehen wir, dass er die Riesenabwärtsbewegung von der 1,23 bis runter an die 95, dass wir diese hier bei der 1,12 hier oben exakt um 61,8 korrigiert haben. Abwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung und jetzt bauen wir hier so einen richtig schönen Keil, so einen richtig schönen Wimpel. Sollte dieser Wimpel nach unten aufgelöst werden, dann droht dem Euro ein Absturz rein charttechnisch ins Bodenlose. Da haben wir dann, solange wir kein neues Hoch kriegen, würden wir im Euro bei 85 Cent landen. Ist kein Stereotrader drin, warum nicht? Wo hakt das hier? Mach einen neuen Charter und er holt den Stereo nicht.
Bei 0,85 haben wir eh voriges Jahr schon mal eine Linie nach C gleich A eingezeichnet. Ja, ich weiß. Da haben wir sie. Also, dieses Muster, das kann bitte mal geknipst werden. Das sollten wir auch nicht aus dem Auge verlieren. Hast du? Okay. Okay, hier hat sich jetzt noch nicht so viel getan. Das Setup bleibt so, wie es ist. Noch ein Blick auf den DAX, der ja seit gestern hier sich in dieser Range hier festgenagelt hat. Und jetzt ist er schon mal 70 Punkte nach oben geschossen. Respekt. So, aber im Moment sind wir hier in dieser Range gefangen und wir haben es gestern einmal gepackt, von hier unten auch nach oben zu handeln und von oben nach unten. Hier nehme ich erstmal alle Objekte raus, auf jeden Fall. Ich nehme sie alle raus. Das ist mir jetzt zu dumm. So. Wir bewegen uns hier in dieser Range. Da, und wir versuchen immer wieder von oben nach unten und von unten nach oben, solange diese Range besteht. So. So, mal gucken, wie lange er uns da noch drin rumtun lässt. Das heißt hier Long ab 19,340 circa. Und Shorts ab 19,450 circa. Mehr machen wir hier im Moment nicht. Wir nageln hier ein Tief nach dem anderen rein. Das war gestern Abend, das hier war jetzt die Nacht, das Nachthoch haben wir jetzt schon rausgenommen. Das hier war das Hoch gestern Abend bei der 64. Das heißt, wir sollten hier oben immer wieder in diesem Bereich, es sei denn, der durchschießt ihn mal mit einem Schlag richtig kräftig. Aber viel mehr gibt es hierzu nicht zu sagen. Und auch das darf gerne mal geknipst werden. Und wenn das geknipselt ist, dann werde ich mich jetzt hier verabschieden. Es sei denn, es sind noch Fragen dazu. Sind irgendwelche Fragen hier, die ich noch beantworten kann? Wolfgang, hast du alles verstanden? Ja, sicher, natürlich habe ich alles verstanden. Sicherlich. Hier ist eine Frage drin. Ne? Soll ich die dir per E-Mail schicken, dass wir das auseinanderpflücken? Hast du die gelesen? Nee, die Frage habe ich nicht gelesen, aber ich kann mal eben gerne gucken. Ja, wir hatten die letzten beiden Tage jeweils nachts zur Eröffnung einen Spike von 10, 12 Punkten
wo ein Tief bei FX Flat markiert wurde, was bei anderen Brokern nicht zu finden ist. Welchem Produkt denn? Im Euro. Da, guck mal, weiß nicht, ob du meinen Chart siehst, aber hier ist die Eröffnung. Wir haben hier das Low bei 1,0772 mit dieser ellenlangen Lunte. Und das gleiche war vorgestern, gleiche Uhrzeit, wo wir bei der 84 waren, wo uns der Kurs 12, 13, 10, 11, 12, 13 Punkte von anderen Brokern trennt. Muss ich nachgucken, kann ich so. Ja, aber ich hatte so eine Vermutung, aber da muss ich vorher nachfragen, bevor ich da. Ja, genau. Hatte ich vermutet. Ich hatte dir gestern schon eine Mail dazu geschrieben, bevor du sagst, habe ich nicht. Nee, hast du auch nicht. Ich habe sie gestern früh direkt nach dem Webinar geschrieben, aber ich habe sie nicht abgeschickt. Klug, ne? Hab vergessen, auf den Senden-Knopf zu drücken. Aber dann haben wir das Thema ja jetzt und wir werden euch die nächsten ein, zwei Tage dazu eine passende Antwort liefern. Ja, ich schick sie dir, Thorsten, du kannst ja dann. Ja, genau. Machen wir genauso. Okay. Dann sind wir damit durch und ich möchte mich hier verabschieden für heute. Wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Ich hoffe, dass unser Setup hier genauso abgearbeitet wird wie gestern. Dann haben wir etliche Punkte auf der Haben-Seite, die wir auch gebrauchen können, glaube ich. Ich will nur mal gucken. Wir haben wir sind diesen Monat aber gar nicht so schlecht unterwegs. Wir haben hier den Oktober. Wir haben insgesamt 1645 Punkte auf der Habenseite, 452 im Euro. Das heißt, wir haben über das Doppelte eingefahren als unser Ziel. Unser Ziel sind 200 Punkte, 200 Pips. Wir sind bei 452 und 1098 DAX-Punkte. Den Dow Jones, den behandle ich im Moment etwas stiefmütterlich, weil mich die anderen Charts einfach viel zu sehr faszinieren. Wenn ihr das gleiche oder ähnliche Ergebnisse erzielen wollt oder lernen wollt, wie man das macht, dann seid ihr bei uns in der Forex Pro Community herzlich willkommen. Einmal einen kurzen Telefontermin vereinbaren, dann macht der Papa die Tür auf und lässt euch rein. Und damit verabschiede ich mich jetzt wirklich für heute und sage euch einen geilen Tag. Tschüss, tschüss, moin, moin. Danke, Wolfgang, dass du da warst. Danke, dass du früh aufgestanden bist, trotz Fremdtieren im Haus dieses Webinar begleitet hast. Und wir hören die nächsten Tage. Bis dahin, tschüss, tschüss, moin, moin. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank an alle Webinarteilnehmer. Ich hoffe, dass die Inhalte des Webinars Ihnen weitergeholfen haben und Sie ein besseres Verständnis für die Forex Pro Systeme bekommen haben. Falls noch offene Fragen sind, der Thorsten hat es gesagt, entweder an uns richten, an FX Flat oder an den Thorsten selber. Ansonsten wünsche ich alle vielen Erfolg für die zukünftigen Trades und ja, bis zum nächsten Webinar. Ciao!